Vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn wir mal darüber sprechen dürfen, was wir machen wollen, weil wir auf ganz viel Zuarbeit angewiesen sind. Wir haben es vorhin schon gehört. Ich würde sagen, naiv trifft es ganz gut, was wir machen wollen mit der Circular City, gerade im Baubereich. Nichtsdestotrotz machen wir uns auf den Weg. Und da ist schon ganz viel angesprochen worden. Ich war gestern zum Beispiel gerade im Umweltbundesamt in Dessau, Beratung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, wo wir zum Beispiel in einem Strategiebegleitkreis sitzen, weil wir uns so ein bisschen trauen, den Viertelschritt mehr voranzugehen. Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt umfassende Lösungen entwickelt haben, sondern wir machen uns auf den Weg und wollen versuchen, die Fragen rauszufinden, die uns bevorstehen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und dazu zu lernen als Stadt und daraus dann eine Strategieentwicklung für uns, aber vielleicht auch für die Region und das aber eben auch auf Landes- und auf Bundesebene rückzuspielen, um dann zu sagen, das wären doch vielleicht die Schwierigkeiten, die wir haben und das wären vielleicht auch kleine Lösungsansätze. Genau. Wo machen wir das Ganze? Logischerweise in Heidelberg. Wir haben einmal so die Idee, diese Circular City Strategie für Heidelberg zu entwickeln. Also die Frage, wie gehen wir prinzipiell mit Rückbau um? Um dafür Erfahrungen zu sammeln, ziehen wir uns aber hier auf das Patrick Henry Village ein bisschen zurück auf die Konversionsfläche, wo jetzt eben der große Rückbau ansteht. Das heißt, wenn wir dort die Flächen von der BIMA angekauft haben, steht uns der Rückbau als Bauherr auch ins Haus. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn wir Eigentümer der Fläche, Eigentümer des Gebäudes und gleichzeitig auch Bauherr im Neubau sind. Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand. Jeder, der Kommunalverwaltung kennt, weiß, das ist auch nicht nur eine Hand, da sind dann ganz viele Hände. Also ich persönlich bin im Stadtplanungsamt. Dass wir uns jetzt mit Rückbau beschäftigen, ist sozusagen auch etwas, was neu ist. Genau, was haben wir vor oder warum reißen wir überhaupt so viel ab? Das vielleicht auch so hier in die Runde. Die Fläche ist knapp 100 Hektar groß. Dort haben 2.000-3.000 Soldaten gewohnt mit ihren Familien. Circa 1.500 Wohneinheiten. Wir wollen das Dreifache an Wohneinheiten plus 5.000 Arbeitsplätze. Man kann sich vorstellen, da ist nicht mehr so viel mit den alten Strukturen zu machen. Also wir haben es auch in Entwürfen überprüft. Quasi der Erhalt dieser Strukturen würde uns diesen sehr dichten Stadtbaustein nicht ermöglichen. Und unser Ziel ist es dort schon, Wohnen und Arbeiten auch programmatisch zu verbinden, sodass wir wirklich eine Stadt der kurzen Wege bekommen. Und wir hoffen, dass wir nicht Verkehrstreiber in der Region werden, sondern dass wir helfen, das Verkehrsproblem hier etwas anzugehen und zu lösen, sogar mit diesem Baustein. Genau, man könnte jetzt noch ganz viel über die Planung von diesem Stadtteil sagen. Das wäre ein eigener zweistündiger Vortrag. So sieht es jetzt aber aus. So soll es mal aussehen. Und dazwischen müssen wir jetzt irgendwie Urban Mining und Circular City denken. Was haben wir gemacht? Wir haben mit Madasta, das ist eine der Plattformen, wo man besagte BIM-Modelle hochladen kann. Man kann aber auch ganz einfache Materialmengen einstellen. Und die haben auch das Instrument des Urban Mining Screeners. Dort kann ich sagen, ich habe ein Gebäude, das steht an Standort XY, da habe ich eine Bruttogeschossfläche, ich habe eine Nutzung und ich habe ein Baujahr. Und die haben hinten dran quasi eine gewisse Intelligenz und einen Algorithmus liegen, die sagen dann, naja, wenn es dann und dann gebaut wurde und das passiert ist, dann wird das wahrscheinlich diese und diese Materialien haben. Da haben wir dann quasi für jedes Gebäude und aber auch für alle 325 Bestandsgebäude die Auswertung laufen lassen und haben dann herausbekommen, so sieht es jetzt zum Beispiel für dieses Gebäude aus. Wir können das aber auch für das gesamte Gebiet aggregieren und haben so eine erste Ahnung davon, was haben wir. Und man sieht, wir haben Putze, Estriche, Mörtel, wir haben Beton, wir haben Mauersteine, wir haben Metall. Und da können wir schon mal sagen, okay gut, da können wir schon mal so eine erste Ahnung haben. Metall, funktionieren die Stoffkreisläufe? Normalerweise müssen wir uns jetzt nicht so viel drum kümmern. Andere Dinge, da wird es schon komplizierter, beziehungsweise da gibt es auch nicht diese Aufbereitungsketten. Genau, so würde das für das Gesamtgebiet aussehen, also knapp 466 Kilotonnen Material allein im Hochbau. Da ist der Tiefbau nicht drin, den wir auch sehr wahrscheinlich komplett in die Hand nehmen werden. Vertieft sind wir dann jetzt reingegangen für den Bereich Süd. Vielleicht in der Region wissen es einige. In der Mitte ist noch auf über 30 Hektar das Ankunftszentrum angesiedelt. Das heißt, wir werden die Entwicklung im Süden des Gebietes beginnen. Das ist so, wie dieser Bestand jetzt aussieht. Die rot markierten Gebäude sind die, die sehr wahrscheinlich in nächster Zeit abgerissen werden. Da haben wir jetzt vertieft für drei Gebäude die Untersuchung
angestoßen bzw. haben die Ergebnisse und sind jetzt gerade im Freiraum unterwegs. Wir hoffen, durch die Struktur der Gebäude einiges von einem Gebäude aufs nächste übertragen zu können. Was haben wir gelernt oder was haben wir gemacht? Die ganz normale Schadstoffuntersuchung vor dem Rückbau, die sowieso notwendig ist, bevor wir ausschreiben, die haben wir sozusagen vertieft gemacht. Wir haben einige Kernbohrungen mehr beauftragt, wir haben einige Zählungen mehr beauftragt, so dass wir wissen, was ist tatsächlich in diesen drei Gebäuden drin. Und was erwartet uns, wenn wir jetzt versuchen, diese Geschichten sortenrein oder möglichst schadstofffrei rückzubauen? Wie umfangreich müssen wir die Schadstoffsanierung vorsehen? Genau, wir sind bis runtergegangen oder der Auftrag hat bis runter, ne, Waschbecken Keramik weiß, Waschbecken klein rosa, so viele Waschtische, so viel WC-Keramik, so viel Fliesen alt, so viel Fliesen sind in dem Anbaubad, so viel Fliesen sind dort, so viel Fliesen sind dort. Das mag sich jetzt erstmal komisch anhören und das muss man sicher auch nicht immer in der Tiefe machen. Aber man darf nicht vergessen, wir müssen auch einen gewissen Aufbau von Wissen auch bei uns betreiben. Was machen wir da eigentlich? Weil was wir gewohnt sind, ist ein Stück Gebäude, Abrissunternehmen kommen und hinterher ist es weg. Und klar, gucke ich vorher, was habe ich da, damit ich eine Ausschreibung machen kann und damit ich das Angebot prüfen kann und dass ich auch die Nachträge verstehe, aber viel mehr mache ich da vorher nicht. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte wirklich in die Recyclingkette von diesem Fenster reingucken und was damit passiert, dann muss ich erstmal wissen, wie viele Fenster habe ich überhaupt und muss ich das so ausschreiben, dass da hinterher einer reingeht, der baut das Fenster auf und schmeißt das aus, ne, in die Mulde rein, dann ist das zerbrochen. Dann kann ich bestimmte Recyclingketten damit nicht mehr machen. Wenn ich aber weiß, da gibt es Unternehmen, ich baue das Fenster auf, ich setze das in so einen Palettenkasten, der setzt das auch nicht wieder als Fenster ein, aber der kann dann das Flachglas rausschlagen und recyceln, wenn er das als ganzes Fenster bekommt. Wenn er das als Glasbruch bekommt, kann er das nicht mehr so hochwertig recyceln. Um diese Verwertungswege überhaupt mal für die Materialien erkunden zu können, müssen wir wissen, was wir haben, und zwar in einer sehr großen Tiefe. Ob wir das jetzt in Zukunft weiterhin so detailliert für jedes Gebäude machen, kann man mal dahingestellt sein lassen. Genau. Was haben wir gelernt? Die Daten, die wir quasi aus dem ersten Schritt, aus diesem groben Screening haben, diese eignen sich vielleicht, wenn wir jetzt hier in der Region sagen, wir haben die und die Vorhaben und da werden wir in den nächsten Jahren so viel Betonabbruch haben. Die eignen sich aber nicht konkret für das Recycling. Also wir haben zum Beispiel Porenbeton, wir haben belasteten Beton, wir haben aber auch Beton, den man sehr gut recyceln kann. Das fasst sich in den, also in den digitalen Daten alles unter Beton zusammen. Das haben wir hier jetzt schon mal aufgegliedert und wissen dann, okay, diese Zwischendecke, die brauche ich jetzt nicht zwischenlagern, aber dieses Stück Kellerwand, das könnten wir noch brechen und in den Recyclingbeton bringen. Wir haben jetzt das Schadstoffinventar, wir haben die Materialgüte, wie ich sagte, und wir können jetzt sagen, okay, was eignet sich vielleicht für die Wiederverwendung auf der Liegenschaft und für den Neubau? Was ist vielleicht auch, das ist ja schon unter den richtigen Urban Mining Freaks so ein bisschen verpönt, dass wir die Dinge in den Straßenunterbau bringen, aber auch das ist gar nicht so einfach. Und solange wir da dafür kein Primärmaterial einsetzen müssen, finde ich es besser, wir nehmen das Zeug, brechen das, bringen das direkt nebendran in die neu gebaute Straße. Da haben wir sehr viel kürzere Transportwege, als wenn wir sagen, das transportieren wir ab oder machen daraus Beton und dafür holen wir uns Primärmaterial von irgendwo und damit bauen wir die Straße auf. Oder vielleicht sogar RC-Material von irgendwo für unseren Straßenaufbau. Also uns geht es wirklich darum jetzt zu sagen, das sind Schritt 3 und 4. Uns geht es darum jetzt zu sagen, was ist wirklich kosten- und CO2-effizient. Nicht nur zu sagen, wir wollen möglichst Vorzeigeprojekt für RC-Beton werden oder für wiedereingebaute Fenster, die aber leider keinem Energiestandard mehr entsprechen, sondern wirklich zu fragen, was ist tragfähig und sinnvoll. Genau, das ist jetzt eben die Nachuntersuchung, Verifizierung und auch die Untersuchung weiterer Gebäude und die Untersuchung der Tiefbauten, also alles, was Straßen, Wege, Plätze angeht. Steht jetzt an, die Ermittlung der Tonnagen, die Weiterentwicklung unserer Tabellen über Materialgüten und dann wissen wir sozusagen, jetzt haben wir Betone, dann haben wir Qualität, Quantität und Schadstoffbelastung von diesen Betonen, dann können wir in so ein Stofffluss-Diagramm reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt diese Art von Beton, das ist unsere Komponente A, dafür haben wir den klassischen Verwertungsweg, wir haben vielleicht den Verwertungsweg Straßenunterbau, wir haben den Verwertungsweg RC-Beton und dafür wollen wir dann sagen, wer könnte das überhaupt machen hier in der Region oder macht das hier gar keiner?
Was ist der zeitliche Aufwand? Was kostet uns das am Bau, wenn wir das machen? Was ist der finanzielle Aufwand? Und was ist unser CO2-Einsparung oder ja, Nicht-Einsparung, wenn wir diesen Weg gehen? Wir hoffen uns dadurch, wie gesagt, am meisten CO2 durch den kleinsten Euro zu sparen und nicht viel langsamer zu werden. Weil wir sind natürlich auch in einem gewissen Druck, die Fläche zu entwickeln. Die Rückführung der Daten auf die Plattform Madasta. Dann eben, so würde das jetzt zum Beispiel mal für die Ziegel aussehen, aber hinterlegt. Dann, da haben wir uns auch externe Expertise reingeholt, dass wir die Verwertungswege eben bewerten können und darauf aufbauend dann unsere Ausschreibung zu generieren. Ist das eine gewerkeweise Ausschreibung? Ist das eine generelle Ausschreibung für einen Generalunternehmer, der uns das Ding zurückbaut, wo wir aber sagen, wir preisen mit einem CO2-Schattenpreis die Transportwege ein und so weiter. All das wissen wir jetzt noch nicht. Wir versuchen das jetzt rauszufinden. Wir werden das wahrscheinlich auch unterschiedlich handhaben. Die ersten paar Gebäude vielleicht so, die nächsten paar Gebäude so. Wir werden die nächsten 10, 15 Jahre dort abreißen. Das heißt, wir versuchen dann dazu zu lernen. Es ist nichts, wo wir jetzt sagen, so, jetzt haben wir die Lösung und jetzt so machen wir es jetzt immer. Sondern wirklich zu sagen, wir machen uns auf den Weg, wir versuchen schlauer zu werden und dann eben auch diese Ergebnisse in die Region, auf Landesebene, auf Bundesebene zu verbreitern und zu sagen, hier haben wir auch ein rechtliches Problem. Das sehen wir auch. Also ist das jetzt, muss ich eine Lagerfläche nach einer Deponieverordnung oder nach Bundesemissionsschutzgesetz oder wie mache ich das überhaupt, dass ich das Zeug da lagern und wieder einbauen darf? All die Fragen sehen wir auch. Genau. Und das wäre dann sozusagen unser Urban Mining Projekt einmal in Gänze. Vielen Dank. Applaus